Ich hatte die Schnauze voll. So wie wir mit der Natur umgehen, so wie wir mit den Tieren umgehen, so wie wir Lebensmittel machen. Wir sind irgendwann vom rechten Wege abgekommen und wir marschieren genau in die verkehrte Richtung und das kann nicht gut gehen. What is that sound? Ringing in my ears, the sound that makes the world go round, the sound that makes the world go round. Es gehen uns auch Werte verloren, und das war bei mir damals sehr wichtig, weil auch in meinem Unternehmen bei Hertha mit mehr als 5000 Menschen, da gab es Automatisieren, Menschen raus. Das waren alles noch Meister und Gesellen und Handwerker. Alles raus, raus, weg. Eine Abfindung brauchen wir nicht mehr. Denn wir haben ja jetzt wunderbare Automaten und Maschinen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch so ein paar angelernte Leute, wie das heute üblich ist, nicht? Dann holt man sich irgendwelche armen Schweine daraus. Den neuen Ländern oder aus dem Osten, nicht wahr, die für ein paar Euros irgendeine Arbeit machen, die sie nicht verstehen, unter miserablen Bedingungen in den modernen Schlachthäusern, wovon Würde des Menschen überhaupt nichts mehr zu spüren ist. Die Werte werden uns alle aus der Hand geschlagen, wenn es nur darum geht, immer noch mehr und immer noch schneller und immer noch billiger zu produzieren. Nicht? Das war ganz klar. Um gutes Fleisch, gute Schinken und gute Würste zu machen, muss ich Tiere töten. Aber da muss ich mir sehr genau überlegen, was mache ich denn da eigentlich und wie mache ich das? Und dann war plötzlich das da. Dorothee, ich habe eine Idee. Wir steigen aus und wir fangen noch mal ganz von vorne an. Und die Idee war ziemlich exakt das, was wir heute hier gesehen haben. Hier riecht so gut. Auch das volle Getreide verarbeiten, also kein Auszugsmehl. Normal darf man Holzofenbrot schon nennen, wenn es nur 5 Minuten im Holzofen ist und die restliche Zeit im normalen Ofen. Wir backen es aber komplett drin, das heißt 1,5 bis 2 Stunden habe ich das Brot drin. Wir nehmen nur ökologische Stoffe her, das heißt keine, was in anderen Bäckereien ist, Sack auf, Wasser rein und fertig ist das Brot. Natürlich schmeckt es überall ziemlich gleich. Wir wiegen alles einzeln von Hand geformt und gebacken. Ich finde das hier wesentlich interessanter. Wie gesagt, in einer anderen Bäckerei hast du es teilweise sogar zu Fertigbackmischung. Ich hatte mir das sehr genau überlegt, was ich tun wollte. Ökologisches Wirtschaften, regionales Wirtschaften, wieder die Dinge zusammenbringen. Oh, jetzt wir in Hermannsdorf gerade darauf achten. Nicht nur der Profit ist wichtig, sondern auch, dass die Region gefördert wird. Genauso wie wir eine ganz kleine Mühle haben, die uns das Getreide mahlt und alles. Ist halt eine kleine, ist nicht so billig, aber dafür, man kennt sich persönlich noch. Mit dem Aussterben der Bauern, und die sterben aus, geht unendlich viel Wissen verloren. Geht die Pflege unserer Landschaft verloren. Das werden alles irgendwann ausgeräumte Wüsten sein. Handwerk geht kaputt. Muss man sich fragen, war das der Sinn des technischen Fortschrittes? Ja, von Zeit zu Zeit, wenn das eindruckt, der hat das immer wieder gemacht. In manchen Regionen kommt ein bisschen Tappen mit dazu. Da gibt es ein paar Spezialisten, die richten die Arbeit ein. Und der Rest verblödet immer mehr. Diese innere Verödung von unendlich vielen Menschen. Auch für die vielen Mitarbeiter, die hier sind. Nicht? Das sind ja fast schon 200. Das ist halt ganz anders. Nicht? Das hat mit Fabrik nichts zu tun. Wenn ich also Kunst in die Fabrik gebracht habe, was noch in dieser Form nach meinem Wissen kaum jemand gemacht hat, dann ist das für viele eine Provokation. Eine Fabrik muss rentabel sein. Das ist eigentlich der Bereich, wo wir den wir Übergangsbereich nennen, wo wir die Tiere vom Leben in den Tod befördern, was ja leider auch zu unserem Beruf gehört. Wir haben das ein bisschen mit Kunst verbunden, das Ganze, damit wir das nicht vergessen, dass wir Menschen so seit jeher von,
von den Tieren abhängig sind, als Jäger, Sammler erst einmal, ja, und dann über den Ursprung nicht vergessen. Wie können wir die Tiere möglichst lange zusammenlassen? Ein Herdentier wie Schwein oder Rind ist immer schnell gestresst, wenn es von den Artgenossen getrennt wird und vereinzelt wird. Das ist ganz wichtig, dass man da sagt, wie ist der Umgang mit den Tieren? Das hat einen großen Einfluss auf die Qualität des Fleisches und der Produkte anschließend, wie die Tiere geschlachtet werden sind. Wenn ich schon töten muss, um zu leben, als Grundgesetz des Lebens, dann muss ich wenigstens Ehrfurcht vor dem Leben haben. Sprich, der Metzger muss die Tiere lieben. Und wenn er schon ein Tier tötet, muss er wenigstens dafür sorgen, dass die Tiere anständig leben, Gutes zu fressen bekommen. Wir machen dann vielleicht einmal so 30 Schweine die Stunde. Also man hat die Zeit, wenn man da zu zweit sind, dass man ruhig damit umgeht. Es gibt Schlachthöfe, die haben Schlachtgeschwindigkeiten von an die 1000 Schweine in der Stunde. Und da ist keine Zeit. Der Tötungsakt an sich, der ist nicht anders, aber dass man sich einfach die Zeit nimmt und es einfach relativ bewusst macht. Können Kotelett im Sonderangebiet bei Lidl oder Aldi, wo auch immer, immer noch für 3,99 kaufen. Das ist billiger als Hundefutter. Das geht nur, wenn es aus riesengroßen, vollautomatisierten Fabriken stammt, wo es keine Werte gibt, wo es keine Moral gibt. Bei uns kostet das Kotelett aus der ökologischen, sorgfältigen Erzeugung kostet 12 Euro. Es ist so verführerisch, zu Lidl reinzugehen, nicht wahr? Ins Regal zu greifen und nicht genau drüber nachdenken. Das Besondere am ökologischen Lebensmittel ist einfach die außerordentliche Qualität, der gute Geschmack. Es macht Freude, wenn man ein gutes Produkt hat, wenn man ein schönes marmoriertes Fleisch hat, wenn man geschmackvoll gewachsenes Gemüse hat und kann damit arbeiten, ohne viel Shishi außenrum, sondern einfach nur gute Grundprodukte, gutes Salz, frische Kräuter, gute Fette. Ja, das ist so die Basis. Mit dieser unserer heutigen Landwirtschaft machen wir den Boden kaputt. Und wenn man nur ein bisschen drüber nachdenkt, dann weiß man, dass wir nicht vom Supermarkt leben und nicht vom Handy und von all den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Wir leben immer noch vom Boden. Das stellen wir fest, wir mit all unseren Tieren, die wir glauben haben zu müssen, weil wir davon leben, wir fressen die Erde kahl. Und der Boden, Grundgesetz des Lebens, kann nicht so viele Menschen ernähren. Wer bist du? Leider, wahrscheinlich, wird sich erst etwas ändern, wenn wir richtige Prügel bekommen. Wir müssen weg von dieser Technikgläubigkeit. Wir werden wohl auch nicht daran vorbeikommen, leider, dass der Gesetzgeber seine Mindestanforderungen dramatisch erhöhen muss. Zum Beispiel die Mindestanforderungen an die Erzeugung von Pflanzen, an die Haltung von Tieren. Aber ist politisch nicht durchsetzbar, weil er das gegen die vorherrschenden Mächte einfach nicht durchsetzen kann. 20 Jahre kämpfen darum nicht wahr, dass die Hühner nicht mehr in die Käfige reinkommen. 20 Jahre. It's not going to stop till you wise up. Eine Hoffnung habe ich noch. Die ganze Wirtschaft, die wir uns aufgebaut haben, basiert auf billiger Energie. Die Zeit geht zu Ende. Wenn Energie richtig teuer wird, dann stehen unendlich viele Maschinen still. Und dann sucht man immer nach den technischen Lösungen. Und alle schreien Innovation, Innovation, Innovation und meinen immer nur technische Innovation. Also das Handy, das noch schneller geht, noch ein bisschen mehr kann. Das wird aber unsere Probleme nicht mehr lösen können. Wir brauchen soziale Innovation. Immer die Fragestellung, wie wollen wir eigentlich leben? Hermannsdorf ist im Grunde nicht eine technische Innovation, sondern eigentlich eine soziale Innovation. Das Glück hat sich so hergestellt oder ergeben, dass wir eben in Kooperation mit den Hermannsdorfer Landwerkstätten ein Jugendprojekt hier starten können. Das heißt, wir können für Jugendliche und junge Erwachsene so eine Brückenzeit anbieten für
Lebensorientierung und Sinnfindung. Und das eben, das ist das Gute hier, mit einer ganz klaren ökologischen Ausrichtung. Und was mit dazu gehört, ist einfach auch wieder das Leben in kleinen, überschaubaren Gemeinschaften. Und wir haben hier praktisch die Möglichkeit, die Jugend-WG ist eine kleine Gemeinschaft für sich und lebt wiederum in einer kleinen, überschaubaren Gemeinschaft wie Hermannsdorf. Und das alles hat einen sehr realistischen Rahmen eben. Es gibt hier viele kleine Betriebe und Werkstätten. Das tun wir ja hier und das tue ich auch gerne in Hermannsdorf, ganz viel mit Kindern arbeiten. Ne? Zum Beispiel mit denen ich mit den 8- oder 9-Jährigen auf den Acker gehe oder auf die Weide gehe mit dem Spaten und ein Stück Erde aus der Erde heraushole und sage, guck mal Kinder, ich möchte gern, dass jeder riecht, wie die Erde riecht und die Erde anfasst und was erlebt ihr da? Dann erkläre ich denen ganz einfach, ja, das ist die Basis für das Leben auf dem Planeten Erde. Die Hälfte dessen, was ich in der Hand habe, schon eine gute Handvoll, die Hälfte dessen, was ich in der Hand habe, ist Leben, nicht tote Materie. Ratet doch mal, wie viele Kleinstlebewesen es in dieser Hand gibt. In einer Handvoll guten Mutterboden sind so viele Kleinstlebewesen, wie es Menschen auf dem Planeten Erde gibt. Milliarden. Das ist ein Wunder, da kannst du nur staunen vor dem Wunder. Verstehen kannst du das nicht. Wir können es bestenfalls ahnen. Aber wissen können wir das nicht. Aber diese Ahnung, die kann ich den Kindern vermitteln. Und das vergessen sie in ihrem Leben nicht. So, Kinder, und jetzt werdet ihr sicher für den Rest eures Lebens nicht mehr achtlos auf der Erde rumtrampeln, keinen Müll auf die Erde werfen und kein Gift. Ich bin überzeugt, bei den Kindern, das jetzt. Vergessen die nicht mehr. Pachten sich irgendwo ein kleines Stück Land, kostet 1, 2, 3 Stunden Arbeit am Tag. Und gehen sie das Abenteuer ein, dieses mit dem Stück Land und mit den Tieren, die da drauf sind, zu leben. Dann wird sich ihr Leben grundlegend verändern. Golf, ich gucke kein Fernsehen, ich mache keine Kreuzfahrten, ich fühle mich heute so gut und ich bin dankbar und ich werde im nächsten Jahr 80.